Sehr viele Menschen tragen Fragen an uns heran zum Thema Pflegeheime, also im Zusammenhang mit Corona bzw. den Maßnahmen, die derzeit in den Pflegeheimen gelten bzw. gesetzt wurden. Es ist ja so in Kärnten, dass sehr viele Pflegeheime momentan von Infektionen, also bei Bewohnern und bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betroffen sind. Mittlerweile seit einigen Tagen gehen die Zahlen zurück. Also es wurde ein Besuchsverbot verhängt, das verlängert wurde bis 16. Dezember. Es wird evaluiert, ob dieses Besuchsverbot aufrechterhalten werden muss, auch nach dem 16. Dezember. Wenn die Zahlen aber zurückgehen und man wirklich merkt, dass die Tendenz gut ist, kann es auch sein, dass die Bundesregelung, also ein Besuch in der Woche, angewandt werden könnte. Also es wird dann entschieden. Zudem gibt es Antigentests, die jetzt täglich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt werden, wenn sie in den Dienst kommen, um eben eine Infektion, einen Weitertragen der Infektion möglichst zu verhindern. Weiters geplant ist ein Screening bei den Pflegeheimbewohnern. Da sind wir gerade bei den Vorbereitungen. Wir werden demnächst darüber berichten, was hier geplant ist.